Sokrates ist ein echter Profi. Den Weg durch den Windkanal nimmt er ganz gekonnt. Ein traumhafter Flug. Perfekt für die Forschungsarbeiten an der Universität der Bundeswehr München in Neubiberg. Ich muss sagen, der hat trotz der vielen Leute, die da waren, wirklich gut funktioniert. Also wir hatten sehr schöne Aufnahmen. Das Ganze ist ja so, wir können nicht sehr häufig am Tag fliegen, also maximal so 15 bis 18 Mal. Das heißt, es muss relativ schnell gut funktionieren. Und da wir am Montag schon ein paar Flüge hatten, sind die beiden Vögel schon ziemlich gut darauf vorbereitet und die können das schon ganz gut. Deswegen hat das heute wirklich gut geklappt. Das sind beide Sakerfalken. Das hier ist ein Männchen, das ist der Sokrates. Und draußen sitzt die Shaila, ein Weibchen, das ungefähr ein Drittel größer ist noch als er. Keinerlei Sorgen. Man hat es ihm zuerst angesehen, er wäre fast mal eingeschlafen, wie es ihm zu langweilig wurde. Bis jetzt wurde es noch nie so richtig erforscht, wie sich Falken in einem unbeeinflussten Freiflug verhalten. Die Bundeswehr-Uni will das am lebenden Tier erforschen. Das Besondere ist, dass man, wenn man hier so einen Flügel hat, normalerweise im Freiflug nichts über die Geometrie des Flügels feststellen kann. Die Geometrie ist aber entscheidend wichtig für die Aerodynamik des Vogelfluges. Und wir können mit unserem Messsystem, ohne den Vogel in irgendeiner Weise zu beeinflussen, die Profilierung, die Größe des Vogelflügels messen. Bis zu 80 Stundenkilometer fliegt der Falke im Kanal trotz Gegenwind. Wir haben insgesamt 10 Kameras, von denen 4 Kameras von oben auf den Messstrecke schauen, 4 von der Unterseite und 2 von der Seite, sodass man möglichst den Falken aus allen Perspektiven in jedem Moment des Schlagflugs sehen können. Nach den Testflügen werden die Forschungsergebnisse dann ausgewertet. Für den Flugzeugbau sind sie zwar nicht relevant, aber dafür für vieles anderes. Wir lernen aber natürlich was über kleine Fluggeräte, die sich bei kleinen Fluggeschwindigkeiten bewegen. Also Drohnen, um Pakete zu befördern, um Überwachungsaufgaben zu übernehmen, um im Schadensfall irgendwelche Erkundungen durchzuführen, in Industrieanlagen beispielsweise. Doch allzu oft geht der Testflug am Tag dann auch nicht. Mal bei den Vögeln ist es so ähnlich wie bei uns, wenn man es zu oft macht, irgendwann lässt die Lust und die Laune nach. Und so ist es da auch. Wir werden 7, 8 Durchgänge mit dem Sokrates machen können. Dann hat er genügend Beute gefangen und dann sagt er sich einfach, reicht mir, ich mag nicht mehr. Noch bis Freitag ist Sokrates im Dienst an der Universität der Bundeswehr München und fliegt seine Bahnen.